Sire Shenhua, my work is done. The phoenix entrusted to our people is now complete. The time of destiny has come. Go with the one who holds the phoenix, Shenhua, and find the proof. Yield yourself to the light and go together. I shall give you the family treasure, the Sword of Seven Stars. Think of the sword as a part of me, and keep it with you. I shall always watch over you. What the? Leo. Right. Dragon and a phoenix. Just like the mirrors. So this is what he was working on. From a distant land in the east, from across the sea, he shall appear. He does not know of the strength hidden within him. The strength that would destroy him. The strength that would fulfill his wishes. When he is ready, he shall seek me out. And we shall brave together the rocky path. I shall wait. This encounter has been my destiny since ancient times. A dragon shall emerge from the earth, and dark clouds shall obscure the heavens. A phoenix shall descend from above. Its wings will create a purple wind. In the midst of the pitch-black night, a morning star shall glisten, alone. What is that poem? It has been told in the village, since long ago. The one who holds the phoenix. Und somit willkommen, Freunde, zu Shenmue 3. Ist die Fortsetzung von der Dreamcast von 2001 oder so, glaube ich. Ich kenn's gar nicht. That's Bailu Village. Ich halte jetzt mal ein bisschen meine Klappe, weil wir wollen die Story sehen. We might find some clues about my father there. Let's go. Sure. Hey, Shenhua. We have to get to the village. Let's go. Do you have any idea where your father might have gone? No, I don't. Hmm. Has this ever happened before? With my father? Yeah. Has he ever disappeared without telling you? No, never. I see. Are you certain that letter from the cave was... It's his handwriting, without a doubt. Okay. Are you sure it didn't contain any clues? Shenhua? I don't know. Honestly, I don't care about the letter. I just want to find my father. I understand.
Und jetzt können wir ein bisschen was erzählen und wir sind alleine gelassen worden. Guckt euch mal die Landschaft an, die ist ja wohl sagenhaft, oder? So. Hier haben wir Halb. Okay, Zoom, linker Stick bewegen. Laufen. Inventar. Notizblock. Okay, das testen wir jetzt alles mal. So können wir zoomen. So können wir laufen. Hier ist unser Inventar. Prima, aber ich denke mal, das finden wir noch alles raus. Laufen auf jeden Fall mal hinterher. Boah, geile Grafik. Die Farben heutzutage in den Games. Mann, Mann, Mann. Wie schön das aussieht. Oh, wir dürfen nicht durch. Hallo, Leo. Xinhua, who's this? This is Leo. He saved me from drowning in the river. Did something happen? A group of thugs tore through here 2 days ago. Oh no, really? Yeah, the kind we don't normally see around here. Let's keep moving. Naja, mit seinem Pflaster unterm Auge würde ich ihn als für verdächtig halten, muss ich sagen. Hey, Xinhua. What's the matter? Does the village usually have gatekeepers? No. There's no need for them. Bailu is a very peaceful place. Are you sure about that? Because they said some thugs came by. Yes, but it sounds like they're not from around here. Still, that's worrying. Even for you? Yeah. I admit, I'm a little unsettled myself. The village feels different somehow. I can imagine. Let's ask around for some clues. Let's go. That was a pretty old bridge. Indeed. That's the Verdant Bridge. That's what it's called. Yes. It's been in Bailu for a while. Is that the village up ahead? Yes. Everyone lives up ahead. We can ask around. Someone's bound to know something. Let's not waste another second. Also, ich muss ja sagen, hust, hust. Man steht vor den Wachen, ja, also, da sind vor ein paar Schläger vorbeigekommen. Und ich habe da so ein Pflaster im Gesicht irgendwie, also, das wäre mir ein bisschen peinlich gewesen. Hätte ich gleich gedacht, ich war dabei oder so. Oh, der Dorfplatz. Ah, das ist Tai Chi, oder? So zur Entspannung. Ist echt cool. Okay, der macht, glaube ich, kein Tai Chi. Der macht, glaube ich, eher Kung Fu. We'll find out more about your father. Thanks. You investigate here, Leo. I'll try another settlement. Pardon me.
Scheint so, als wenn die blind wäre. Ich glaube, die wollte auch auf ihn gar nicht reagieren. Aber der Gesang war schön. Ah, der, das ist ja wieder so geil, ne? Das ist hier so ein ganz altes Dorf und dann hast du hier irgendwelche Kaugummi-Automaten. Okay, ich würde sagen, wir laufen mal hier weiter. Maybe I'll talk to a few folks around here. Okay. Muss man doch mit ein paar Leuten sprechen. Und wer überhaupt bereit ist, mit mir zu reden. Hey. And who might you be? You're not a face I recognize. I've got a question. Have you seen Mr. Yuan? I'm sorry, dear, but could you save that for later? This is no place for idle chit-chat. Okay, sie möchte mit uns nicht plaudern. Hier ist es kein Raum, um hier groß zu plaudern, okay. Oh, das sieht aber lecker aus hier. Okay, wenn du mit gelber Gesundheit rennst, sinkt sie schnell und du kannst nicht mehr rennen. Ist etwas, um dich zu erholen. Okay. Excuse me. What is it? Have you seen Mr. Yuan? He occasionally came to visit Joe next door, but Joe is likely working right now. Maybe Joe's daughter Lin knows where he is. I see. Okay, aber das ist ja gut, dann haben wir die Tochter ja schon mal gefunden. I need help with something. What do you want? I'm looking for someone named Yuan. No, I haven't. Obwohl, das ist ja auch gar nicht die... Ich wollte gerade sagen, das ist doch nicht die Tochter, das ist der Sohn, Bruder, wie auch immer. Is anyone there? I guess nobody's home. Gucken, vielleicht kommen wir ja von hinten rein oder so. I should talk to more people around here. Ich wollte eigentlich auch nur ums Haus laufen, nicht fliehen. Die Kleine spricht nicht mit mir. Ach, hier oben, die habe ich ganz übersehen. Das ist doch die Tochter, oder? Do you have a moment? Huh? What is it? There's something I want to ask. What do you want? Don't get all cozy with me. Okay. Jetzt kommen wir, versuchen es nochmal. There's something I want to ask. Huh? What is it? I don't like the looks of you. Sorry to bother you. Okay, ich hätte jetzt eher gedacht, man fragt nochmal. Das ist ein bisschen dreister. Oh, was malt sie denn da Schönes? Hey there. Yeah? That looks great. Yep, Shenhua tells me that too. You know Shenhua? She's my friend. Is she your friend too? Yeah, she is. Say, do you know Mr. Yuan? Nope. He's a stonemason. A stonemason? Just like my daddy? Your dad is a stonemason as well? Yep. Can I talk to him? Uh-huh. He comes home at 7 at night. He does. Okay. Thanks. Mm-hmm. No problem. Na, ja, die sind da auf jeden Fall freundlich.
Is anyone there? Der kommt ja auch erst um 7 wieder, das heißt, ich muss dann später hin. So, wie spät ist denn das überhaupt? Aber wenn er um 7 kommt, ist doch 10:55. So abends, das ist wahrscheinlich jetzt hier noch früh. Mit wem könnte man denn nochmal sprechen? Mit ihm hier? Hi there. Aha! Come to apprentice under me, have you? Oh, nothing. Fear not, for I am the great Su Zixiong. I can forge a formidable master out of the most hopeless of pupils. You stand before a Chun Tai Chi master. Doch, Tai Chi, hab ich doch recht gehabt. I'm good, thanks. Have you seen Mr. Yuan? Do I look like I'd know anything about that? Right. Come by any time if you've got any burning questions about the great Chun Tai Chi. Another time, perhaps. I need your help with something. Have you seen Mr. Yuan? I'm not supposed to be talking right now. My master says I have to practice more. I'm looking for him. Go ask one of the other kids running around. Okay, then. I need help with something. Have you seen Mr. Yuan? No idea! All I care about is martial arts. Okay, then. Ja, es wird später mal Bruce Lee, der kümmert sich nur um Martial Arts. I need your help with something. I'm looking for Mr. Yuan. Go ask one of the other kids running around. Achso, das ist ja wieder er. Ich dachte, ich habe das Mädel da im Visier. I could use your help with something. Do you know Mr. Yuan? No idea. All I care about is martial arts. Ach, das war ja Bruce. Tja, sie will mit mir nicht sprechen, weil sie mir nicht traut. Dem Alten können wir nochmal sprechen hier. I just have a question. Hm? Have you seen Mr. Yuan? Where did you come from, young man? What? There's always something interesting coming in from the Lijiang River. I wonder what's going to show up next. Okay, der hat mir hier auch nicht geholfen. Die Alte spricht auch nicht mit mir. Mal gucken, vielleicht haben wir ja einen Charakter übersehen. Obwohl, hier dreht er jetzt wieder um, ne? Okay. Wir können sie ja trotzdem nochmal ansprechen. Vielleicht redet sie ja jetzt mit uns. Nee, keine Chance. Okay, dann haben wir mit dem Alten gesprochen. Mit ihrem Brunnen haben wir auch gesprochen. Oh, sorry. Mann, Mann, Mann. So, die in der Küche, die Dame, die redet mit uns auch nicht. Mit ihm haben wir auch gesprochen. Die da auf der Bank sitzt, die stand da oben, die redet mit uns auch nicht. Hier ist noch ein junges Mädel. Da müssen wir uns mal umdrehen. I need help with something. Have you seen Mr. Yuan? My mom told me not to talk to strangers. Das ist vernünftig. Das akzeptieren wir. Excuse me. Hey there, lad. How about a game? Do you have a moment? It costs 10 yuan to play. You open your wallet? Ja, ich will gleich Glücksspiel hier, ja. Also nee. Okay, bei dem kriegen wir auch nichts. Was ist hier? Excuse me. Oh, hello. How about a game of lucky hit? Come on, try it. Schon wieder Glücksspiel hier. Not right now. Oh, so you don't like lucky hit? Ist ja ein Ding. Was ist das Rote hier eigentlich immer?
Zum Haus von Lin, okay. Ach hier, mit dir oben kann ich noch sprechen. Können wir mit dem Mädel hier nochmal sprechen oder so, aber die... Ne, die reden nicht. Kleinen Jungen haben wir schon gesprochen. Nur ich versuch's nochmal bei ihr, aber sie wollte ja nicht. Do you have a moment? Huh? What is it? There's something I want to ask. What do you want? I'm looking for Mr. Yuan. Leave me alone. Okay. Ja, merkwürdig. Ja, wem sollen wir denn da noch fragen? Da bleibt ja keiner mehr über. Fragen jetzt hier nochmal nach. Excuse me. What is it? Have you seen Mr. Yuan? Not recently, no. He doesn't come to the village square all that often. I see. Ah, so geht das alles, klar. So kann man sich auch helfen. Sehr gut. Pardon me. Who's there? May I talk to you for a moment? What is it? Oh, hi, mister. You know this man? He's my friend, Daddy. Na, da bin ich als Vater aber auch misstrauisch. Wer ist der Vogel? I haven't seen Yuan around. If you know anything, I'd... Huh? What happened? Some thugs I'd never seen before showed up and wrecked my place. Thugs, huh? Why would they do this? It's me. They asked if I was a stonemason, so I said yes. And they just went crazy. Why stonemasons? They were definitely looking for something. What did they look like? Well, they weren't from around here, that's for sure. There were two of them. One had a shaved head with a tattoo on it. Don't tell me. They went to Yuan's place too? I don't know. Yuan was in the quarry when he disappeared. You're kidding. Those thugs might have something to do with that too. Maybe. I'll be sure to tell Shenhua. Naja, der Vater, der war ein bisschen angefressen, also. Der hat ihm wohl wahrscheinlich auch nicht so richtig getraut. It's gotten so dark. Maybe I should head back to Shenhua's house. Tja, wenn ich wüsste, wo das ist. I better eat something before I fall over. Das war mal eine Birne. Nicht, dass er ja noch Durchfall bekommt. Oh, der braucht aber ein paar Birnen hier, um Energie zu bekommen. Ist ja unglaublich. Jetzt haben wir wieder voll Energie. Ich hoffe, dass das Haus hier in der Nähe ist. Aber ich glaube, von hier sind wir auch gekommen.
Schläger tun so, als gehörte ihnen das Dorf. Vielleicht haben sie etwas mit Johns Verschwinden zu tun. Was kann ich? Bin ich mit ihr über die Treppe hier gegangen? Es könnte durchaus sein, dass da oben das Haus ist. Zumindest hoffe ich das. Looks like I can't go in. Na, dann würde ich sagen, gehen wir doch einmal rum, oder? Was ist dieses Rote immer? Wir müssen einen anderen Weg laufen. Das sieht gut aus. Ich glaube, da könnten wir hinkommen. Ne, da ist das Wasser. Ja, wie kommen wir denn nach vorne? Ja, wahrscheinlich über die Brücke und dann links rum irgendwie. Sehr entspannte Musik, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob wir da hinkommen. Jetzt bräuchten wir ein Boot, um dahin zu kommen. Ja, wir kommen da irgendwie nicht hin zu dem Haus. Aber wir können ja hier mal reingehen. Vielleicht können wir irgendwas mitnehmen oder so. Hi there. I've heard about you. You're Shenhua's friend, aren't you? The name's Hazuki. Oh, you look strong. A young man like you needs a snake power. It's a bottle of snake power. Why this? Deadly snake venom fermented for 3 months. It's just one of the medicines that'll help you in battle. It'll fix you up good. I see. I think. I always sell it here at my shop, in case you forget. Excuse me. What is it? I'm here to shop. What do you need? So, was hat er denn gesagt mit der Schlangenkraft? Genau, 1020 und 1200 brauche ich. Achso, Y, ja genau, wir müssen mit der Stochung erstmal ein bisschen klarkommen. Ach, wir haben null Kohle. Das ist ja heftig. Oh, changed your mind? No. Have you seen the thugs that came to the village recently? No, I haven't. Isn't Shenhua with you? We split up to look for Mr. Yuan. Let me know if you find him. Got it. Thank you.
Okay, wir können das ja abkürzen. Das ist gar nicht so schlecht mit den Lösungsansätzen, wenn man nicht weiterkommt. Not about your father. No. I see. It seems that the thugs invaded Mr. Joe's home, though. Joe, you mean Ling's house? They must have my father then. We shouldn't jump to conclusions. I'm going with you tomorrow. What? I can't stop thinking about these thugs. I want to know more. All right then. We'll go together. Good. So, automatisch speichern abgeschlossen. Freunde, ich habe mir das jetzt erstmal angeguckt und ich denke mal, wir werden es auf jeden Fall weiter zocken. Das wird ja der Part 1. Ja, lasst mal ein Abo da, Kommentare, wie euch das Game gefällt. Ich kann mir bis jetzt noch keinen richtigen Reim drauf machen. Irgendwie muss auch noch mal ein bisschen mit der Steuerung klarkommen. Mit Gelb kann man ja sagen, Mensch, ich komme nicht weiter, bring mich doch zum Haus und so. Vielleicht wird das ja später noch anders. Vielleicht ist ja auch gar nicht so schlecht, das Game. Also, wie gesagt, wir sehen uns dann im nächsten Video, im nächsten Teil und würde sagen, bis dahin.